Ausgangspunkt und auch Endpunkt, das Gasthaus Hansi. Also hier ist der Treffpunkt beim Gasthaus Hansi, Eingang in die Lobau. Sind ja ganz am Wasser gekommen anscheinend. Das ist ganz schön romantisch. Keine Ahnung, wie geht es weiter? Und ist auch mit? Ein bisschen was möchte ich euch gerne erzählen, ein paar Fakten über die Lobau. Die Lobau hat 22 Quadratkilometer und ist der englische Nationalpark Donauauen. Er ist frei zu bauen, der eine schiffbare Verbindung zwischen den Flüssen Oder und der Donau darstellen sollte. Der Baubeginn erfolgte allerdings erst zur NS-Zeit. Das kleine Teilstück, die Angaben, wie groß dieses Teilstück ist, variieren zwischen 1. Durch die Stunde vergingen, wir saßen beim Fleisch und wir hatten einander so lieb. Ich lieg vor beim Otzerlacke vor mir. Und ihr Lied, das als immer so blieb. Wie freund unser schönstes Märchen, wir waren ein verzaubert Pärchen. Das in der Traumwelt sich fest umschlungen hält. Drum in der Lobau, wenn ich das Platzen rüst, drum in die Lobau hab ich ein Mädel geküsst, ihren Eichel waren so blass wie die Veilchen in der Au. Aus dem wunderbaren Platzen in ihr Lohan. Sie können ruhig weitergehen. Mich stört das nicht. Ihre Leute waren so blass wie die Falken in der Au. Auf dem wunderlieben Platzen in dir Lobau. Das Forsthaus, heute als Museum. Jemand fragte, warum das unbewohnt ist. Ganz einfach, keine U-Bahn-Station in der Nähe. Wo die Donau mit silbernen Armen umschlingt, letzte Stücker von Träumen entging. Was ist halt die wilde Lobau? Die Richtung ist immer noch Banozzerlacke. Eine kurze Pause. Dort gehöre ich hin, in die Lobau.
Ich darm in meiner Gegend an der Donau in der Lobau. Ob es unschein oder ob es regnet, dort kehr ich hin, das weiß ich ganz genau. Wäre ich noch ein kleiner Bub, ein Indianer in der Wüdenau. Das würde Wasser so rein und so klar, dort kehr ich hin, das weiß ich ganz genau. Mit aller Kraft des Donauwasser rinnt, so stark und mächtig durch die Alp. Doch spürt der Mensch, wie er klar und winzig ist, dort kehr ich hin, in den Lobau. Und wir sind zurück beim Hansl. Das ist jetzt das Richtige. Hier haben wir begonnen, Gasthaus Hansl. Das ist halt angenehm, wenn man nicht selber kochen muss, ne? Die festliche Tafel hier im Wintergarten. Prost! Das war einmal ein chinesisches Restaurant. Darum hat es auch noch diesen Charakter. Thank you.